Und weiter geht's mit Stronghold 2. Ja, wir waren gerade dabei, diese Scheißritter zu töten. Was gibt's denn? Und uns hier eine neue Burg aufzubauen. Da drüben also. Sicher. Nicht die locken wir jetzt mal da weg. Hier schon wieder. Die greifen an. Alles klar. Können wir sterben. So, wir müssen jetzt erstmal hier eine funktionierende Wirtschaft aufbauen. Also einen Kornspeicher. Leute kommen auf die Burg. Da ist eine Hütte. Nahrungsproduktion. Ich würde sagen, ich mache einfach mal Äpfel hier hin. Scheint mir so das Plausibelste zu sein. Dann machen wir noch hier eine Apfelfarm. Und dann kaufen wir... Scheiße. Ihr stellt das Glück auf die Probe. Ach ja, komm, macht sie kaputt. Bin bereit. Seht ihr mich an? Wir brauchen Holz, genau. So, jetzt. Das haben sie gemacht, dann sollen sie was wieder soll zurückkommen. Jetzt schon wieder? Holz haben wir jetzt gekauft, dann können wir das bebauen. Hier kommt auch noch eine Apfelfarm hin. Truppengebäude, Bogenschützen. Oder Armbrust, ne, Bogen. Wir bleiben erstmal beim Bogen. Brauchen wir mehr Steine. Zum Glück haben wir ja hier noch ganz viel Geld. Soll ich jetzt übertreiben mit der Holz, also mit der Bogen? Verpisst euch. Los, kommt die hier ran. Die Leute verlassen die Burg. Ja, verpiss dich. Wo sind denn die Feinde jetzt schon wieder? Ah, das sind immer solche hässlichen Kackritter. Egal, wir bauen jetzt hier einfach ein Torhaus hin. Dann können die uns alle mal. So. Und dann sollen die da ruhig drauf gehen. Gibt's was zu tun? In Bewegung! Dazu brauchen wir dann hier so eine schöne Treppe. Los, komm. Was? Waren das alle? Nee, ne? Egal, wir warten eben eine Sekunde. Was sind das hier für Sümpfe, ey? So. Sind sie da? Jep. Wollt ihr Ärger? Rauf dann auf kommen die auf den Wall. So, wo war ich jetzt gerade? Genau. Ich wollte es übertreiben mit der Produktion an Waffen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen für Ehre. Das heißt, wir bauen jetzt noch ein paar Schafsgedöns an. Leute kommen auf die Burg. So drei Stück. Dann natürlich noch entsprechend hier die Webereien. Da noch eine hin. Das ist hier so ungerade, ne? Ungerade, ja, uneben heißt das, ne? Ja. So uneben. Da noch eine hin, da noch eine hin. Mehr Wolle haben wir eh nicht. Dann bauen wir lieber noch eine Schafsfarm. Dann bauen wir noch, hier so zum Saubermachen. Hier irgendwo. Konnte ich es gerade hier bauen? Ja, irgendwo hier. Da. Und dann hier noch einen Falkner hin. Dann können wir noch hier jetzt Gerichtsgebäude bauen, habe ich gerade gesehen. Das bauen wir jetzt auch einfach mal irgendwo hin. Ja, das passt schon. Dann hier noch ein paar. Da einer hin, da einer hin. Haben sie schönen Ausblick aufs Meer. Nicht gehöft, sondern Wachposten. Da einen hin. Da einen hin. Das passt schon. Wow, jetzt geht's ab. Was war das denn für ein Leck? Okay. Ja, Tor zu. Wir sterben. Euer Zeichensire? Ja, geil. Okay, die haben wir schon mal ausgeschaltet. Genau, wir sollten mal langsam Hütten bauen, sonst wird das nämlich hier gar nichts mit der Burg. So. Was ist dahinter? Ach so, Falken, ne? Dann, Hütten. Hütten. So. Jetzt müssen wir das irgendwie so platzsparend wie möglich hinkriegen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr.
So. Und dann noch so. Für mehr Leute haben wir eh keinen Platz. Steuern. Von mir aus, wo kann man es hinbauen? Achso, Feind ist in der Nähe. Haben sie die jetzt mal getötet? Sonst sollen die auch noch hier drauf kommen. Also die Lebenskraft von denen ist beeindruckend. Oh, jetzt kommen noch mehr, geil. Aber egal, die können jetzt auch noch Speere werfen, irgendwann sind die schon tot. Okay, mich an. Ach ja. Es gibt ja noch ganz andere hübsche Sachen. So was. Ah, zu dicht am Feind, verdammt. Egal. Was wollte ich noch bauen? Irgendwas. Ah ja, genau, für Ehre. Ein burgvollen Gemach. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir nachher Geld kriegen, sonst haben wir nachher gar nichts. Scheiße. Und diese Drecksburg hat nicht mal Platz für irgendwas. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hallo. Ach ja, Feinde. Können die nicht mal weggehen? Kotzen nicht, verdammt. Mann, Mann. Das Volk verehrt euch schon. Verbrechen minus 1. Nahrung 8? Ah, nö, ne? Nicht ernsthaft. Jetzt kommt da noch mehr, oder was? Von wo kommen die? Und der macht da nichts oder was? Nö. Der ist faul. Können die nicht sterben? Wenigstens ein bisschen. Juhu. Das passt da nicht hin, mein Lord. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Jetzt sterben sie. Jetzt kommen gleich die nächsten. Ich kenne es doch. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Stirb. Und komm nie wieder. Oh, Last Man Standing. So. Das passt da nicht hin, mein Lord. So, jetzt ist diese Plage auch mal weg. Genau, wir wollten ein Burgvollengemach bauen. Irgendwo hierhin. Dahin. So. Schatzkammer. Wollten wir auch noch irgendwo hinbauen. Am besten hier irgendwie, ne? Oder so. Ah, okay, geht nicht anders. So. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Das brauchen wir nicht. Die Ländereien können wir ausbauten. Unsere Ländereien können wir ausbauten. Oh. Geh los, jetzt fahrt. Back nicht mit dem Sound rum. Da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Ja, ich benutze zum ersten Mal den Fuhrmannsposten, den ich nicht schon seit hunderttausenden Male benutzt habe. Was können wir noch bauen? Brunnen ist überflüssig. Wenn es brennt, dann richtig. Peitschpfosten brauchen wir nicht. Die haben hier eine schöne Aussicht. Die haben hier eine schöne Aussicht in dem verbackten schwarzen Kastenpranger. Das passt eigentlich. Wir brauchen nur Truppen. Von den Ländereien können wir Geld beziehen. Wir müssen nur uns eine Verteidigung aufbauen. Also brauchen wir Steine. Das heißt, wir brauchen Holz für die Länderei vor uns. Dann können wir die nämlich maßlos ausbeuten. Jetzt müssen wir erstmal das hier machen. Flieg, Ritter! Yeah! Flieg jetzt, Ritter! Ich sag nichts. Verpisst euch, die will ich ausbeuten. So, jetzt reicht's mir hier. Archer Spam. Rekruten benötigt, Sire. So, die kommen jetzt hier ran und dann. Wir bewegen uns. Die gehen da drauf.
Wollen jetzt alle hier Pfeile kassieren oder wie? Ey, die haben die Länderei nicht eingenommen. Haha. Wir können auf dieser Länderei nicht bauen, Shire. Sie gehört uns. Da ist unser Banner. Das ist unser Banner, das gehört uns. Das gehört uns, hallo. Jetzt sind wir hier. Geiler Bug. Okay, hier schon wieder. Kennen wir uns? Da ist keine Decke. Wow. Stirb. Wie kann ein Mensch das überleben? Ihr Burgherren seid ist doch nicht mehr normal. Eingebildet. Was zur Hölle passiert? Das Glück auf die Probe. Da ist keine Geht Decke. Da drauf. So, was wollten wir noch bauen? Holzfäller können Unsere wir nicht bauen. Den hässlichen Galgen können wir abreißen. Oh, meine Güte. Lord Barclay ist hier, Herr. Wie geil. Wir sind doch nicht mehr fertig. Hallo. Egal. Das machen wir schon. Voll mit der Zeit hier verpeilt. Da drauf. Und ihr auch. Das ging viel zu schnell hier, die Invasion. Wie lange nehmen wir schon auf? 11 Minuten 27. Wow, das ist aber echt ein bisschen viel. Ich bin dumm. Jetzt ganz offiziell. Mit der Tür nach dahin, ja. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Was war das? Zerstört unsere Gebäude. Das merke ich auch. Mach's kaputt. Devereaux, ihr seid zu spät. Ich bin auf Grey gestoßen. Er wollte mich auf dem Felde besiegen. Wo ist Lady Seren? Vergesst Seren. Wir beginnen ohne sie. Formieren! Oh. Auf meinen Befehl! Tribocke, Feuer! Halt! Ich bin hier! Seren, in Position! Schnell! Können wir bitte weitermachen? Halt! Lasst mich mit ihnen reden. Was? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, aufzugeben, ohne Truppen zu vergeuden. Wir sind so sehr in der Überzahl, dass sie sich unseren Bedingungen beugen werden. Ich habe euch gewarnt, eine Frau in die Schlacht zu bringen. Gut. Wenn ihr euren Hals riskieren wollt, sobald die Verhandlungen scheitern, beginnen wir mit der Belagerung. Okay. Ja, macht ja nichts. Wir werden auch mit drei fertig. Hexe, schaff die Hexe fort von mir! Seid ruhig, Edwin. Lady Seren, wollt ihr aufgeben? Was? Ich bin auf eurer Seite, ihr Narr. Jetzt hört zu. Da, sie gibt ein Signal. Eine weiße Flagge? Heißt das, dass sie aufgeben? Aufgeben? Wir haben jetzt Lady Seren. Ja, mal gucken, wie das noch endet. Jetzt, wo sie sagt, sie ist auf unserer Seite. Man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Ciao.